Steht hier eine Sensation ins Haus? Ein Dachbodenfund, ein unscheinbares Landschaftsgemälde. Aber auf dem Messingschild des Rahmens prangt ein großer Name. Gillet, Pixie, 1646. Also natürlich haben wir den Namen Gillet schon im Internet halt uns kundig gemacht. Ja. 1646? Mhm. Das war wirklich alt. Gell? Ja, jetzt schauen wir mal, ob das auch wirklich so alt ist dann. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Muss ich gleich fragen, Dachbodenfund? Ein Dachbodenfund, ja. Dachbodenfund, sehr gut. Hätte aber auch Keller sein können. Was wollen Sie wissen von uns? Ja, meine Eltern haben das vor 10, 12 Jahren erworben. Ja. Aus dem Herrenhaus. Und das stand dort oben scheinbar sehr lange Zeit im Dachboden. In einem kleinen Schrank eingebaut. Ja. Und meine Mutter hat das halt so gut gefallen, das Schränkchen mit dem Bild innen liegend. Und dann haben sie es damals gekauft. Jetzt gibt es ein Mordschild da unten, da steht drauf, bezeichnet C. Gillet, 1646. Claude Gillet, auch Laurent genannt, ist ja ein relativ berühmter Maler des 17. Jahrhunderts. Ich würde aber jetzt mit Ihrem Einverständnis, bevor wir über das Bild sprechen, einen ganz kleinen Reinigungsversuch unternehmen, damit wir wenigstens wissen, worüber wir sprechen. Ich opfere dafür mein Stecktuch, habe hier ein bisschen Wasser und möchte doch, weil so kann man kaum was sehen. Aber wenn wir hier... Wie gesagt, das habe ich mir jetzt eben selber nicht getraut. Ja, zu machen. Ist nur Staub ja, und Dreck, den wir runter tun. Aber jetzt sehen wir ein bisschen mehr. Ja. Und jetzt können wir vielleicht ein bisschen mehr drüber sprechen. Bitte. Und im Gemälde ist viel passiert. Nicht? Es hat trocken gelegen, es ist feucht geworden, wieder getrocknet und hat damit seine Oberfläche weitgehend eingebüßt. Vor allem hat es die öligen Partien verloren. Und Claude Gillet, auch Laurent genannt, war ein Sohn eines Pastetenbäckers aus Lothringen, der auf eine 35-jährige Wanderschaft gegangen ist, die ihn über die verschiedenen europäischen Länder gebracht hat, angeblich auch München, wo er bei Harlaching ein Haus besessen haben soll. Nebenher hat er das väterliche Pastetenbacken dahin entwickelt, dass man ihm in der ganz frühen biografischen Literatur die Erfindung des Blätterteigs, des Croissant zuschreibt. Und erst mit 35 Jahren in Rom ist er dann in die Dienste des berühmten päpstlichen Malers Agostino Tassi getreten und hat in der freien Zeit, wo er nicht Pferde striegeln und in der Küche arbeiten musste, ist er in die Landschaft um Rom gezogen und hat beobachtet, nichts als beobachtet, was denn Landschaftsmalerei ausmacht und was ihre Qualität ausmacht. Und als die ersten Werke von ihm an das Licht des Tages traten, war er plötzlich ganz berühmt, in ganz Europa. Das hat dazu geführt, dass er zu den beiden Großen, zusammen mit Poussin, dem großen Franzosen, zu den großen Entwicklern der neuen Landschaftsmalerei im 17. Jahrhundert beigetragen hat und auch zu den großen Malern dieser Zeit, Landschaftsmalern dieser Zeit zu zählen ist, sogar einen eigenen Landschaftstypus entwickelt hat. Denn bis zu diesem Zeitpunkt waren Landschaft teils Abbildungen in den Niederlanden sehr realistische, in Italien oder Frankreich ein bisschen idealistischer. Und er hat so eine Idealvorstellung von Landschaft entwickelt. Er war sehr berühmt, sehr berühmt. Und das hat auch dazu geführt, dass viele Menschen Bilder wollten von ihm, nicht nur Fürsten und Aristokraten, sondern auch reiche Bürger. Und das hat dazu geführt, dass viele, viele Bilder auch in seinem Stile gemalt worden sind. Noch dazu muss man wissen, dass die meisten seiner Landschaften sehr große Bilder waren. Er hat sich Zeit seines Lebens dagegen gewehrt, gegen die Kopisten, die Nachahmer und die ihn verehrten und deswegen genauso malten wie er, indem er ein Liber Veritatis geführt hat. Also einen Katalog der von ihm gemalten authentischen Gemälde. Und der ist überliefert, setzt wie alles bei ihm ganz spät ein. Und wir sollten uns aber jetzt nicht täuschen, dass dieses Gemälde ein
Gemälde von Claude Lorrain ist, mhm. sondern es ist gehört zu diesem großen Umfeld, das er hat, dieser riesigen Aura, die seine Berühmtheit ausmacht. Mhm. Und wer sich keinen Claude Lorrain leisten konnte, der hatte einen kleinen Bilderrahmen in der Tasche mit Rauchglas dazwischen und konnte sich dann den Bildausschnitt suchen in der Landschaft, wie ihn Claude Lorrain gemalt hätte. Der Claude-Spiegel, der sogenannte Claude-Spiegel. Und das kann man auch erkennen, ganz kurz bevor ich zum Preis komme, wenn ich es jetzt noch einmal machen darf, an der Qualität. Diese Figuren, dieses Schiff hier, das ist alles recht passabel gemalt. Mhm. Aber es fehlt ihm. Es fehlt ihm die Qualität des Meisters. Und das war er auf jeden Fall. Das sind sehr solide Bilder. Ich möchte Ihnen auch raten, diese scheinbare Ruine mhm. einem Restaurator zu geben, der es reinigt, firnisst, eventuell schließt. Denn Sie haben dann ein sehr, sehr, sehr dekoratives Bild, mhm. weil es ja schon vom Motiv auf Lorrain zurückgeht, weil es wirklich aus dem 17. Jahrhundert ist, weil es passabel, ganz gut gemalt ist, aber heute kein Lorrain ist. Mhm. Wäre das jetzt von Claude Lorrain, dann wäre es erstens einmal sechsmal so groß und würde jetzt 3 Millionen Euro kosten oder Dollar kosten. Jetzt ist es nicht von Claude Lorrain, es ist auch nur ein Sechstel so groß. Aber wir sind, wenn es hergerichtet ist, dann sicher auch bei einem Preis in der Größenordnung von 3.000 Euro. Und da zahlt sich schon aus. Ich würde auch den Rahmen lassen. Aber lassen Sie es reinigen, lassen Sie es herrichten und hängen Sie es auf. Und Sie werden eine Freude haben. Also, vielen Dank und nehmen Sie wieder mit nach Hause und beschäftigen Sie sich damit, gell? Dankeschön, auf Wiedersehen. Wiedersehen.